Herzlich willkommen bei Andis Zungen-Aquaplaning Küchenschichtel. Wir befinden uns jetzt ja mitten in der Oktoberfestzeit und was wäre denn ein Oktoberfest ohne einen guten Obersten? Ich habe einige Anfragen bekommen. Sag mir, Andi, wir waren am Oktoberfest und haben einen Obersten bestellt und haben so auf die Art Liebdauer bekommen. Kehrt das so? Ich würde es ja nicht sagen, aber es kehrt nicht so. Ein Liebdauer ist ein Liebdauer und hat mit einem Obersten nichts zu tun. Der Oberste kommt aus Bayern. Den hat eine sehr findige Wirtin erfunden, der Käse immer ein bisschen zu reif geworden ist. Und wie wir wissen, wann der Käse reif wird, hat er sehr einen intensiven Geschmack und das ist nicht jedermanns Sache. Und um das zu umgehen, hat sie den reifen Käse mit ein bisschen einer Butter und Gewürzen vermengt und daraus ist der Obersten entstanden. Bei Obersten hast du so viel wie vermengen. Und genau diesen Obersten werden wir morgen gemeinsam machen. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf euch, wenn es morgen wieder heißt, Andis Zungen-Aquaplaning. Pfiat euch!